Moin und willkommen bei Beber Kajaktouren. Für unsere heutige Tour sind wir ins nördliche Niedersachsen zur Seewe gefahren. Startpunkt ist die Eisenbahnbrücke in der Nähe von Marxen. Das alte Wehr in Bendisdorf haben wir lieber umtragen. Hier kreuzt die Seewestraße, dahinter geht es unter dem Gebäude unter durch. Die Horster Mühle muss umtragen werden. Hier kommen das erste Mal die Bootswagen zum Einsatz. Hier kreuzt die Autobahn A39 die Seewe. Hinter dem linken Wehr befindet sich der Seewekanal. Dieser darf nicht befahren werden. Hinter dem Güterbahnhof Maschen befindet sich die Seewe-Niederung. Unsere Tour endet am Wehr zur Elbe in Wuhlenburg. Und nun viel Freude an dem Video. Das Wetter ist zwar kalt, aber sonnig. Wir bereiten unsere Boote vor. Los geht's! Unser erster Wegpunkt ist das alte zerfallene Bendisdorfer Wehr. Wir passieren das Bahnviadukt der Strecke Buchholz-Maschen. Die Seewe selbst hat schon eine recht flotte Strömung. Ein erstes Baumhindernis taucht auf, welches aber gut unterfahren werden kann. Beim Paddeln auf der Seewe sind ein paar Regeln zu beachten. Der obere Lauf, von Marxen aus gesehen, darf nicht bepaddelt werden. Zudem darf auch nicht gegen die Strömung gefahren werden. Weitere Informationen hierzu findet ihr auf unserer Homepage. Wir erreichen die alte Wehranlage in Bendisdorf. Vor der ersten Stufe setzen wir am linken Ufer aus. Man kann das Wehr auch durchfahren, sollte sich aber vorher mal einen Überblick verschaffen, wo welche Steine im Wasser liegen. Ansonsten kann man sich schnell mal eine böse Verletzung zuziehen. Hinter dem Wehr setzen wir wieder ein und fahren weiter in Richtung Horster Mühle. Das Wetter verschlechtert sich und es fängt an zu regnen. Zum Glück haben wir unsere Trockenanzüge an und sind so vom Wetter gut geschützt. Ein zweites Hindernis taucht auf. Nach kurzer Erkundung und Besprechung haben wir beschlossen, dieses ohne Ausstieg zu passieren. Wir konnten uns aber eine kleine Lücke frei arbeiten, sodass wir mit den beiden Kajaks durchfahren konnten. Wir haben es geschafft und es kann im Regen weitergehen. Der Regen ist erstmal vorbei und wir erreichen die Seewestraße. Hinter der Straßenbrücke befindet sich ein Gebäude, unter dem die Seewe hindurchfließt. Die Strömung unter dem Gebäude macht viel Spaß beim Durchfahren. Schön, dass sich die Sonne entschieden hat, wieder zurückzukommen. Das macht doch viel mehr Spaß als im Regen. Wir sind jetzt kurz vor der Horster Mühle und suchen einen Platz zum Aussetzen. Hier am linken Ufer ist die Böschung schön flach und man kann sehr gut aussteigen.
Wir umtragen das kurze Stück an der Rostermühle. Das Wetter verändert sich schlagartig und es hagelt. Typisches Aprilwetter. Bei diesem Wetter geht es dann erstmal weiter in Richtung Maschener Güterbahnhof. Und wieder ein Baum, welcher unterfahren werden kann. Wir erreichen das Horster Autobahndreieck. Hier müssen wir uns nun erneut unter einem Baum durchzwängen. Links und rechts am Ufer befinden sich Steinbuhnen, die aber gut umfahren werden können. Wir befinden uns jetzt an der Maschener Straßenbrücke. Das Aprilwetter hat sich mal wieder für Sonne entschieden. Wir freuen uns. Rechts befindet sich die Pegelmessstelle Järden. Vor uns liegt die Autobahnbrücke der A1. Von hier aus ist es nicht mehr weit bis zum Güterbahnhof Maschen. Hinter der Brücke nochmal Spaß im unruhigen Wasser. Hinter der Straßenbrücke kommt das Wehr in Sicht. Hinter dem linken Wehr befindet sich der Sewekanal. Dieser darf nicht befahren werden. Rechts geht die Sewe weiter, auch über eine Wehrstufe, die nicht befahren werden kann. Ein Ausstieg aus den Booten ist relativ gut unter der Brücke möglich. Hier kommen dann mal wieder die Bootswagen zum Einsatz. Ein kurzes Selfie mit dem Sewekanal im Hintergrund. Ganz klar, nicht befahrbar. So, jetzt gibt's erstmal eine kleine Stärkung und einen schönen Kaffee. Dann geht's weiter. Der Güterbahnhof Maschen liegt vor uns. Das Foto oben links wurde übrigens von der anderen Seite der Unterführung aufgenommen. Die Unterführung selbst ist gut 400 Meter lang. Endlich wieder Tageslicht. Wir treffen einen guten Freund, der für uns die tollen Fotos gemacht hat. Im weiteren Verlauf geht es durch das Naturschutzgebiet Untere Seewe-Niederung. Dieses Gebiet zieht sich bis nach Hohlenburg hin. In diesem Gebiet sind auch sehr viele Eisvögel beheimatet. Wir haben aber leider keinen zu Gesicht bekommen. Ein letzter kurzer Schwall liegt vor uns. Auf den letzten Kilometern meint das Wetter es nochmal gut mit uns und die Sonne scheint. Am linken Ufer vor dem Wehr befindet sich eine Treppe, an der man sehr gut aussetzen kann. Geschafft, 19 Kilometer Seewe liegen nun hinter uns, bei sehr abwechslungsreichem Wetter. Wir hoffen, euch hat dieses Video gefallen. Weitere Videos findet ihr auf unserem Instagram- und YouTube-Kanal. Zudem haben wir auch eine eigene Homepage, wo auch alle diese Videos zu finden sind. Wir sagen Tschüss, bis zum nächsten Video von Weber Kajaktouren.